Mit dem Frühjahr beginnen die Hauptarbeiten eines Imkers an seinen Bienenvölkern. Hierzu gehören die Beurteilung der Volksstärke, der Futtervorräte und des Gesundheitszustandes. Ein besonders wichtiger Aspekt ist der Zustand des Brutnestes. Hier ist bereits eine durchgehende Brutfläche vorhanden. Nicht immer sind die Völker in einem ähnlich guten Gesundheitszustand. Schwacher Bienenflug erfordert besondere Beachtung. Auf der gezogenen Wabe befinden sich nur wenige Bienen. Das Brutnest zeigt Lücken. Aus einzelnen Zellen ist die Brut nicht geschlüpft. Auch fallen eingesunkene und teilweise durchlöcherte Deckel auf. Der Zellinhalt besteht aus einer braunen, fadenziehenden Masse. Dies sind typische Anzeichen für die gefürchtete Bienenseuche, amerikanische Faulbrut. Wie kann sich ein Volk mit Penibacillus larvae infizieren? Der bakterielle Erreger wird zum Beispiel durch das Umhängen von Waben aus infizierten Völkern, durch Werkzeuge und Beutenteile übertragen. Grobe Fahrlässigkeiten des Imkers wie Füttern in der Nähe des Bienenstandes führen zur Räuberei. Die Räuberei ist der häufigste Übertragungsweg von Krankheitserregern zwischen den Völkern und von Stand zu Stand. Verwahrloste Bienenstände, frei zugängliche Waben oder Honigreste stellen weitere Ansteckungsquellen dar. Von den Ammenbienen werden die Krankheitskeime bei der Fütterung auf die Brut übertragen. Zunächst gelangen die mikroskopisch kleinen Faulbrutsporen durch die Mundöffnung in den Mitteldarm der Larve. Dort wandeln sie sich meist innerhalb von 24 Stunden in stäbchenförmige, begeißelte Bakterien um. Einigen teilungsfähigen Stadien gelingt es, durch die Darmwand in die Leibeshöhle einzudringen. Dabei stellen peritrophische Membran und Darmwand ein Hindernis dar. In diesem Stadium lässt sich die Weiterentwicklung der Infektion durch einen Abwehrmechanismus des Bienenvolkes, das Putzverhalten, unterbrechen. Die Ammenbienen erkennen abnorme bzw. erkrankte Maden oder Puppen und räumen sie aus. Die Infektion hängt auch davon ab, wie viele Sporen aus dem Futter entfernt werden können. Hierfür ist der Ventiltrichtermechanismus verantwortlich. Die Sporen gelangen durch die Speiseröhre in die Honigblase und werden über den Ventiltrichter in den Mitteldarm ausgefiltert. Bei erwachsenen Bienen führt die Auskeimung der Sporen nicht zur Erkrankung. Mit Ausscheidung der Keime ist der Infektionsweg unterbrochen. Wird die erkrankte Made nicht ausgeräumt, teilen sich die Bakterien auch nach Verdeckelung der Wabenzelle weiter. Die Vermehrung der Keime wird durch die larvalen Umwandlungsprozesse begünstigt. Dabei kommt es zur Zerstörung des Zellgewebes. Nach und nach wandeln sich die vegetativen Formen in umweltresistente Sporen um. Schließlich bleibt in der Zelle nur eine bräunliche Masse zurück, die viele Millionen Faulbrutsporen enthält. Nur durch diese Sporen kann die Erkrankung ausgelöst werden. Hier ist Ingo Lau. Schönen guten Tag, Herr Dr. Wessel. Ich habe gerade meine Bienen durchgesehen und irgendwas ist mit der Brut nicht in Ordnung.
Und was haben Sie beobachtet? Eingefallene Zelldeckel und fadenziehende Masse in den Zellen. Das hört sich nicht gut an. Ich denke, das Beste wird sein, ich komme heute Mittag mal vorbei und schaue es mir an. Ja, ich warte dann auf Sie. Ja, Frau Bleimer, bis dann. Jo, wiederhören. Ja, Herr Dr. Wessel, hier ist das Volk, wo ich gestern was gefunden habe. Das ist das zweite Volk gleich. Gut, dann werden wir uns das mal anschauen. Haben Sie eigentlich noch einen weiteren Bienenstand? Ja, ich habe noch einen Außenstand. Ja. Ungefähr 4 Kilometer von hier. Den sollten wir uns dann auch unbedingt noch mal anschauen. Und wie sieht das so mit Kontakten zu anderen Imkern aus? Ja, ich mache das eigentlich alles alleine. Ja. Und ich habe mir auch in den letzten 2 Jahren nichts dazu gekauft. Die Ermittlung jeglicher Kontakte ist nötig, um Herkunft und Verbreitung der amerikanischen Vollbrut festzustellen. Der Imker ist gesetzlich verpflichtet, entsprechende Auskünfte zu geben. Sind Sie eigentlich gewandert im letzten Jahr? In Raps. Wohin? Nach Wartlingen. Also innerhalb des Kreises. Hier, dieses war die Wabe, meine ich. Die war ganz lückig. Ja. Könnten Sie mal etwas freier machen? Bienen frei machen? Moment. So. Darf ich mir mal schauen? Das sieht nicht gut aus. Ja. Ein lückiges Brutbild. Die andere Seite sieht noch gut aus. Mhm. Aber da sind auch so eingefallene Zellen da. Und da ist ein Loch im Deckel. Genau, die riesigen Deckel und die angenagten Deckel. Wir werden mal eine Probe machen. Halten Sie bitte mal. Und Sie gleich mitnehmen? Der Amtstierarzt sucht nach den Anzeichen der Seuche. Für die Diagnose liefert die Streichholzprobe einen wichtigen Hinweis. Also alle klinischen Anzeichen der amerikanischen Faulbrut, und wir werden diese Brutwabe jetzt verpacken und versenden an ein Veterinäruntersuchungsamt, um von dort eine bakteriologische Überprüfung dieser Verdachtsdiagnose zu bekommen. Dankeschön. Das Ergebnis der bakteriologischen Untersuchung wird uns in circa einer Woche vorliegen. Dann wissen wir Genaues. Bis dahin unterliegt dieser Bienenstand der Veränderungssperre. Das heißt, es darf nichts hinzugefügt werden, es darf nichts abgeräumt werden. Außer Ihnen und mir hat hier kein Unbefugter etwas zu suchen. Und unbewohnte Bienenwohnungen müssen auf jeden Fall sofort bienendicht verschlossen werden. Ja. Habe ich auch nicht draußen. Gut. Ist alles unter Dach und Fach. Ja, dies ist nun mein zweiter Stand, den ich ja auch von Ihnen untersucht haben wollte. Das ist gut und richtig, denn bei einem bestehenden Seuchenverdacht müssen wir natürlich sämtliche Bienenvölker dieser Imkerei dann auch untersuchen daraufhin. Und wenn ich mir so das Flugloch ansehe, hier vorne sind verdächtige Anzeichen für die Kalbbrut sogar zu sehen. Das Volk werden wir uns mal näher ansehen. Ja. Haben Sie eigentlich mal Bienenvölker zugekauft? Ja, ganz zu Anfang. Das war so, ich meine, im letzten Jahr? Nee, also in den letzten 2 Jahren habe ich nichts zugekauft und nichts. Haben Sie auch mal was verkauft im letzten Jahr? Ableger zum Beispiel? Nein. Mhm. Soll ich Ihnen gleich die erste Wabe geben? Ja, eine schöne Brutwabe. Dieses Volk zeigt ebenfalls ein lückenhaftes Brutnest. Solche Brutlücken können genetische Defekte, Umwelteinflüsse und vor allem Brutkrankheiten als Ursache haben. Wieder ein sehr lückiges Brutbild, das sieht gar nicht so sehr gut aus. Ja, sehen Sie, hier sind die verkalkten Mumien der Kalkbrut zu sehen.
Die bereits am Flugloch beobachteten Anzeichen der Kalkbrut, eine der häufigsten Brutkrankheiten, bestätigen sich hier. Zahlreiche Kalkbrutmumien stecken in den Zellen. Also dieses Volk ist zumindest an der Kalkbrut erkrankt. Anzeichen für die V-Brut kann ich hieran nicht erkennen. Wir schauen uns aber noch mal eine andere Wabe an, bitte. Ja. Wenn Sie mir noch mal eine rausziehen mögen. Oje, oje. Die ist auch so lückig. Die ist wieder hochgradig lückig. Und hier finden wir auch wieder diese angebissenen, rissigen Zelldeckel, wie auf dem anderen Stand auch. Ja, ich werde mal in einen der Zellen reingehen und die Probe machen. Ja, auch hier ist wieder eine fadenziehende braune Flüssigkeit. Ja. Auch bei diesem Volk besteht also akuter Seuchenverdacht auf amerikanische Faulbrut. Ich brauche keine weitere Probe davon zu entnehmen. Da reicht uns die Probe, die wir bei dem anderen Volk genommen haben. Der epidemiologische Zusammenhang ist ja hier gegeben. Aber auch dieses Volk, wie gesagt, unterliegt dem Seuchenverdacht. Wir werden aber noch mal die anderen, machen Sie bitte zu. Ja. Wir werden die anderen Völker noch mal durchsehen, denn es ist ja nicht gesagt, dass alle Völker nun daran erkrankt sind. Ja, dann gucken wir mal. Ja, schön viel Bienen in den Gassen. Das sieht schon ganz anders aus. Ja, der hat auch besseren Wabenbau. Die stelle ich mal beiseite. Und hier ist auch nur Honig. Ja, das interessiert nur die Brutwabe. Da ist schon die erste. Oh ja. Sehen Sie den Unterschied? Ja, schön geschlossen. Geschlossenes, flächiges Brutnest, kleine Lücken, wo Futter eingetragen ist, aber dicker Pollenkranz. Zeigen Sie mir gleich noch eine weitere weitere Wabe. Ja. Ist ähnlich. Das sieht ganz anders aus. Sehr schön. Bitte noch eine dritte. Dieses Volk scheint also klinisch unverdächtig zu sein. Ja, ja, es bestätigt sich. Aber um da ganz sicher zu gehen und insbesondere zu wissen, ob das Volk nicht doch schon Sporen mitbekommen hat von den Nachbarvölkern, werden wir eine Futterkranzprobe nehmen und bakteriologisch im Untersuchungsinstitut untersuchen lassen. Machen Sie bitte mal Bienen frei. Ich nehme also etwas Futter hier, ja, aus der Ecke, dicht am Brutnest. Kann ich mit festhalten? Ja, es geht, danke schön. Ich lasse die Mittelwand intakt. Das heißt, die Läsionen am Wabenbau werden dann sehr schnell von der Biene auch wieder repariert. Und in dem Honig wird nach dem Erreger der amerikanischen Faulbrut gesucht. Und wir können nachher eine klare Aussage treffen, inwieweit dieses Volk schon mit dem Ansteckungsstoff belastet ist oder eben auch nicht. Und dann können wir das in unsere Sanierungspläne einbeziehen. Dankeschön. Und dann wissen wir genau, was in jedem Volk los ist. Dann wissen wir was. Wir machen es bei allen. Wir werden dieses jetzt bei allen Völkern machen, die klinisch unverdächtig sind, um dann genau zu wissen, wie weit jedes Volk mit dem Ansteckungsstoff eben belastet ist. Und danach werden wir den Sanierungsplan aufstellen.
Die Untersuchung des Futters auf Sporen eignet sich auch zur Früherkennung der amerikanischen Faulbrut. Von allen Völkern eines Standes werden Futterkranzproben entnommen. Jeweils 6 werden zu einer Sammelprobe vereinigt. Wollen wir mal sehen, was jetzt in den nächsten Tagen an Arbeit auf mich zukommt. Mhm. Denn bevor ich ein Sperrgebiet festlege, werde ich jetzt die Bienenstände in der Umgebung ihrer beiden Stände untersuchen müssen. Wenn wir uns erstmal hier auf der Karte ansehen, welcher Radius da in Frage kommt. Halten Sie bitte mal. So, der Bienenstand ist jetzt hier. Dies hier sind Ihre beiden Bienenstände und diese Bienenstände in der Umgebung werde ich jetzt auf Faulbrut untersuchen. Sollten Ihnen noch Bienenstände hier in der Umgebung bekannt sein, die ich hier nicht vermerkt habe, dann sagen Sie mir das bitte jetzt, damit ich ein möglichst vollständiges Areal auch untersuchen kann. Nein, ich kenne sowieso nur diese beiden Kollegen, die dort eingezeichnet sind. Gut. Ja, dann warten wir jetzt erstmal die bakteriologischen Ergebnisse ab und bis dahin bewahren Sie Ruhe. Ja, aber ich habe ja noch meinen Honig abzuernten. Hier bin ich schon fertig und diese anderen 6 Völker wollte ich eigentlich gerne noch den Honig rausnehmen. Generell unterliegen beide Bienenstände der Veränderungssperre, das sagte ich Ihnen bereits. Aber im Vorgriff auf die mögliche Sanierung gestatte ich Ihnen das Abräumen der Honigräume unter der Voraussetzung, dass sie bienendicht aufbewahrt werden und auch nach der Schleuderung das ganze Wabenmaterial und Zargenmaterial der Reinigung und Desinfektion unterzogen wird. Ja, das ist ja kein Problem. Bienen kommen ja sowieso nicht mehr dran. Ich denke, damit kann man leben. Ja. Gut, wir hören voneinander. Gut, bis nächste Woche. Wiedersehen. Bei der Gebietsuntersuchung entdeckt der Amtstierarzt einen recht verwahrlosten Bienenstand. Häufig verbreitet sich die Krankheit von solchen Ständen aus. Bei dem unter solchen Verdacht stehenden Bienenstand wurden inzwischen Bienenfluchten eingelegt. Die Honigernte wurde dem Imker trotz des Veränderungsverbotes gestattet. Zunächst werden die bienenfreien Honigzargen abgeräumt. Obwohl das Laborergebnis noch nicht vorliegt, beginnt der Imker in Absprache mit dem Veterinär mit vorbereitenden Maßnahmen. Zur Sanierung und Abschätzung der Volksstärke werden aus den Bruträumen alle Futterwaben und Waben ohne Brut entnommen. Der Honig darf zwar zum Verzehr verwendet, aber auf keinen Fall an Bienen verfüttert werden. Um die Bruttätigkeit zu unterbinden, wird die Königin gesucht und gekäfigt. Bei allen Arbeiten ist darauf zu achten, dass keine Räuberei entsteht.
In der Zwischenzeit findet im Labor die Untersuchung der eingesandten Brutwabe statt. Die für amerikanische Faulbrut typische fadenziehende Masse wird mit der Streichholzprobe nachgewiesen. Weitere charakteristische Symptome sind eingesunkene und löchrige Zelldeckel sowie schwer entfernbare Schorfe an den unteren Zellwänden. Von der amerikanischen Faulbrut sind andere Brutkrankheiten abzugrenzen. Typisch für europäische Faulbrut, bei der weit häufiger nicht verdeckelte Brut erkrankt, ist unter anderem die abnorme Lage der Larven. Als ein Anzeichen für die Sackbrut gilt das nach oben gerichtete Kopfende der Streckmade. Beim Herausziehen des Larvenkörpers lässt sich die typische Sackform erkennen. Hiermit nicht zu verwechseln ist unterkühlte Brut. Besonders leicht erkennbar ist die Kalkbrut. Larven oder Puppen erhärten zu weißgelben bis graugrünen Mumien. Für diese Erkrankung ist Drohnenbrut besonders anfällig. Nun zurück zur Diagnostik der amerikanischen Faulbrut. Für den Nachweis des Erregers wird seuchenverdächtiges Material entnommen und auf Nährböden überimpft. Auf Einzelheiten der bakteriologischen Untersuchung wird später eingegangen. Bei positivem Befund ordnet der Amtstierarzt die gesetzlich vorgeschriebenen Maßnahmen an. Aufgrund des starken Befalls wird dieses Volk abgetötet. Dazu eignet sich am besten Schwefeldioxid aus einer Druckdose. Diese Arbeit ist möglichst abends nach Beendigung des Bienenfluges durchzuführen. Das abgetötete Volk wurde inzwischen entfernt und in einen geschlossenen Raum gebracht. Alle übrigen Völker des Standes werden durch Kunstschwarmbildung saniert. Vom Amtstierarzt beauftragt, unterstützt der Seuchensachverständige den Imker bei diesen Arbeiten. Ich habe also als Obmann für die Bienengesundheit sehr häufig damit zu tun. Und ich denke, dass wir es gemeinschaftlich packen, die Sache. Das heißt, ihre Völker sanieren. Ich habe Ihnen einen schönen großen Kunstschwarmkasten mitgebracht. Mit dem werden wir dann aus ihren Völkern Stück für Stück die Waben abfegen in den Kunstschwarmkasten, den wir dann auf diesen Platz deponieren. Ja. Wir können dieses Volk schon mal runtersetzen. Setzen wir die beiden Zagen erstmal hinter den Bock. Setzen Sie Ihren Kunstschwarmkasten bitte in die Mitte. Ich hole schon mal eine Leerzage. Für die Sanierung benötigt man Kunstschwarmkästen, die bis zu 3 Kilogramm Bienen aufnehmen können. Diese Größe und eine ausreichende Belüftung sind erforderlich, um ein Verbrausen zu verhindern. Um neue, starke Völker aufzubauen, wird der Kunstschwarm mit Bienen aus 2 benachbarten Beuten gebildet. Man verwendet die bessere der beiden Königinnen, gegebenenfalls auch eine neue. Ich nehme sie ab, die Waben. Mhm. Thank you.
Gibt gleich eine Zange. Bei größerer Wärme empfiehlt sich, die Bienen zur Beruhigung mit wenig Wasser zu besprühen. Öffnen wir das Flugloch. Die Bienen schön dunkel. Die Gitterflächen werden abgedeckt, damit sich die Bienen im Inneren des Kastens sammeln. Es ist wichtig, die Beuten und Waben bis zur Entseuchung in einem für Bienen nicht zugänglichen Raum unterzubringen. Ein Brett hilft den Jungbienen, schneller einzulaufen. Mit den restlichen Völkern des Standes wurden inzwischen weitere Kunstschwärme gebildet. Diese werden nach Einstellung des Bienenfluges für 1 bis 2 Tage dunkel und kühl aufbewahrt. Während dieser Hungerphase sind die Bienen zu kontrollieren. Ja, hello. Kommen wir zu einer weiteren wichtigen Phase, dass all die Dinge, die mit Bienen in Kontakt gekommen sind, jetzt auch wirklich desinfiziert werden. Ich nehme an, Sie haben die anderen Sachen noch unter Verschluss, dass ja. Bienen nicht daran kommen können. Die ja. Weiteren Sachen sind im Lager. Ja, das ist also ganz wichtig, dass der Kontakt nicht wieder besteht. Was haben Sie hier noch liegen? Das sind Rähmchen von meinen Begannungskästen. Von Begannungskästen. Da hätte ich also noch darauf hingewiesen, dass wirklich alles, was Sie in Ihrem Betrieb haben, was mit Bienen in Kontakt gekommen ist, wie Futterschüsseln, diese Rähmchen, alles, was da ist, dass das wirklich desinfiziert wird. Wenn ich die Dinge hier so sehe und Ihre Einrichtung, dann nehme ich an, dass Sie alles einschmelzen werden. Ja. Das finde ich also ist der bessere Weg. Das Ausschneiden bringt doch immer einige Probleme mit sich. Also das finde ich sehr schön, dass Sie die Waben einschmelzen wollen. Geht auch schneller. Also diese hätte ich sowieso eingeschmolzen. Ja, sicher.
Die Bienenseuchenverordnung schreibt vor, Bienenwaben bzw. geschmolzenes Wachs entweder unschädlich zu beseitigen oder unter der Kennzeichnung Seuchenwachs an wachsverarbeitende Betriebe abzugeben. Die Temperaturen in den handelsüblichen Dampfwachsschmelzern reichen nicht aus, die Faulbrutsporen abzutöten. Alles übrige Material muss in Natronlauge desinfiziert werden. Herr Lau, ich nehme an, Sie wissen von der Gefährlichkeit der S-Natronlauge. Ich sehe, Sie haben sich dementsprechend lange stabile Gummischürze besorgt, über den Rand der Gummistiefel fast. Die Schutzbrille mit den Seitenklappen, absolut wichtig für diese Aufgabe. Und auch die stabilen Gummihandschuhe mit den Stulpen, denn das ist bei dieser Arbeit also absolut erforderlich. Ja. Aus Sicherheitsgründen wird Eznatron zunächst in kaltem Wasser aufgelöst. Deckel auf. Die fertige Lauge enthält 3 Kilogramm Eznatron auf 100 Liter Wasser. Sie wird erhitzt und am Kochen gehalten. Grobe Verunreinigungen wie Wachs und Propolis werden vor der Desinfektion abgekratzt. Nach dem Abschmelzen der Waben werden die Rähmchen je nach Verschmutzungsgrad 5 bis 8 Minuten in der Lauge desinfiziert. Lässt die Laugenwirkung infolge Verseifung nach, ist mit Eznatron nachzudosieren. Nach der Desinfektion wird die Lauge mit Wasser abgespült.
Eine andere Möglichkeit, Vollbrutsporen an Holzbeuten abzutöten, ist das Abflammen. Eine sorgfältige Entfernung von Wachs- und Kittharzresten gewährleistet, dass die Temperatur der Flamme optimal einwirken kann. Unbrauchbare Rähmchen, Beutenteile und Gemüll werden verbrannt. Das gleiche gilt grundsätzlich, wie es die Verordnung vorschreibt, für Bienenwohnungen aus Stroh. Das Verbrennen ist die sicherste Methode, belastetes Material unschädlich zu beseitigen. Häufig ordnet der Amtstierarzt auch eine Vernichtung in einer Müllverbrennungsanlage an. Das Feuer einfach viel zu groß. Am alten Standort werden die Kunstschwärme nun in vorbereitete Beuten einlogiert. Die meisten sind leider runtergefallen. Futterteig nicht zu hart? Nee, den habe ich extra. Konsistenz. Ah, wunderbar. Das ist extra gekaufter Königin. So. Ja, ich setze dann schon die Futterzarge auf. Sie wissen, dass nur in kleinen Portionen gefüttert wird? Ja, ich habe auch ein bisschen was da. Sehr gut. Man schüttet die Bienen nicht, wie sonst üblich, direkt in die Beute, sondern lässt sie über ein Brett einlaufen. Müssten eigentlich laufen jetzt gleich. Das dauert etwas. Die Größe gefällt mir auch, denn das ist Ihnen bekannt. Kunstschwärme zum Zwecke der Vollbrutsanierung sollten also nicht so klein sein. Diese, ich schätze mal, 2,5 Kilo. Ja, das ist also das richtige Maß für diese Aktion. Sie fangen an zu laufen. Sehen Sie? Ja. Ja, dann müssen wir jetzt ja nur noch füttern. Ja, Sie haben Flüssigfutter bereit. Sie wissen, in den ersten Tagen nur kleine Mengen, circa 1/4 Liter. Ja. Jeweils ist ausreichend. Um eine zügige Bautätigkeit zu gewährleisten, sollte die Zuckerlösung ein Verhältnis von 1:1 aufweisen. Wie generell bei der Jungvolkbildung müssen auch diese Kunstschwarmvölker ständig kontrolliert werden. Im Labor werden die vom Veterinär gezogenen Futterkranzproben auf ihren Sporengehalt untersucht. Sie entstammen den Völkern des Seuchenstandes sowie vor allem der Umgebung. Über die Sporenkonzentration lässt sich der Infektions- und Verbreitungsgrad der Faulbrut ermitteln. Das hier angewendete Verfahren ermöglicht die Trennung des flüssigen Futters von den festen Wachspartikeln. Nachdem die Futterproben auf eine wässrige 50-prozentige Lösung verdünnt wurden, stellt man die Gläser anschließend in ein auf 90 Grad Celsius erhitztes Wasserbad. Bei dieser Temperatur sind innerhalb von 6 Minuten die wärmeempfindlichen Begleitkeime abgetötet. Der Laborant pipettiert 0,4 Milliliter der Futterlösung auf einen Spezialnährboden, um die verbliebenen sporenbildenden Keime zu kultivieren.
Für jede Probe werden 4 Petrischalen angesetzt. Die gleichmäßige Verteilung der Lösung auf der Agaroberfläche garantiert ein optimales Wachstum der Keime. Nach einer Inkubation von mindestens 3 Tagen bei 37 Grad Celsius werden die Kulturen ausgewertet. Paenibacillus larvae larvae bildet kleine graue Kolonien mit matter Oberfläche. Nach der Zählung der verdächtigen Kolonien werden die Keime für eine weitergehende Identifizierung auf Spezialnährböden überimpft. Diese dienen der Durchführung von Katalase-Test und Geißelzopfnachweis. Die Inkubation beträgt wiederum 3 Tage bei 37 Grad Celsius. Auf die inzwischen gewachsenen Kolonien tropft man für den Katalase-Test Wasserstoffperoxid. Bei positivem Test wird es gespalten, es bilden sich Gasbläschen. Paenibacillus larvae larvae ist dagegen Katalase negativ. Der Schräg-Agar-Test dient dem Geißelzopfnachweis. Im vegetativen Stadium ist das Bakterium begeißelt. Die Geißeln werden kurz vor der Sporenbildung abgeworfen und legen sich zu Zöpfen zusammen, die man im flüssigen Bereich des Schrägagars findet. Einige Tropfen dieser Flüssigkeit werden auf einen Objektträger pipettiert. Um die Geißelzöpfe im Mikroskop sichtbar zu machen, wird der Suspension ein Farbstoff zugegeben. Die für den Erreger der amerikanischen Faulbrut typischen Geißelzöpfe variieren sehr stark in der Länge. Je nach Anzahl der Kolonien ergeben sich folgende Befallstufen. 0, keine Sporen nachweisbar. 1, niedrige Sporenzahl, die Völker sind bereits belastet, imkerliche Maßnahmen sind dringend empfehlenswert. 2, hohe Sporenzahl, die amerikanische Faulbrut ist höchstwahrscheinlich schon ausgebrochen. Dieser bakteriologische Befund unterliegt der Anzeigepflicht. Die beiden Völker haben sich ja sehr gut entwickelt, gut ausgebaut und sind soweit unverdächtig. Tja, ausgebaut. 2 Monate nach Sanierung des Seuchenstandes kontrolliert der Amtstierarzt den Erfolg der Bekämpfungsmaßnahmen. Grundsätzlich sind 2 Nachuntersuchungen erforderlich. Bereits nach der ersten kann jedoch das Sperrgebiet aufgehoben werden, wenn die Analyse der Futterkranzproben ergibt, dass alle Völker sporenfrei sind. Soll ich die mal bitte mal frei machen? Oh, das sieht doch gar nicht schlechter aus. Ja, klinisch ist das Brutbild dieses Volkes soweit unverdächtig. Nehmen Sie bitte mal. Ja. Wir werden aber eine Futterkranzprobe nehmen, um den bakteriologischen Status zu erheben. Ja, hier ist ja, in der Randwabe ist ja ordentlich was drauf. Ja. Wir lassen diese Probe dann wieder auf Sporen untersuchen. Und dann wissen wir ganz genau,
wie weit sich das Volk durch die Sanierungsmaßnahme gereinigt hat oder nicht. Ja, und wenn das die Untersuchung negativ verläuft, brauchen Sie nicht, hier nicht wiederzukommen. Richtig, dann ist dieser Fall soweit abgeschlossen. Und wenn die Umgebungsuntersuchung auch ein negatives Ergebnis hat, kann dann auch das Sperrgebiet dann wieder aufgehoben werden. Ja, dann hoffen wir, dass das bei meinen Nachbarn auch so gut verläuft. Sie können das Volk wieder zusammenbauen. Ja. So. Bei diesem Stand zeigt sich, dass die Kunstschwarmsanierung erfolgreich war. Dies wurde durch den negativen Spurenbefund bestätigt. Das Ergebnis sind gesunde und gut entwickelte Völker.